Hey, hey, guten Morgen! Ein neues Video, neuer Wien-Vlog Teil 2. Und heute geht es als erstes einmal auf die Einkaufsstraße, auf die Marie-Hilfer-Straße. Im Hintergrund sieht man das Generali Center. Da ist anscheinend jetzt der TK Maxx drin. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Den gab es natürlich früher nicht, als ich noch in Wien gelebt habe. Und ja, da wird jetzt mal reingehen, ein bisschen bummeln gehen. Ich bin alleine unterwegs. Es stehen keine Kinder im Hintergrund. Wir sind mit einer Freundin unterwegs heute ins Technische Museum. In der Nähe von Schönbrunn, wo wir gestern waren. Und ja, deswegen kann ich mir jetzt Zeit lassen, in Ruhe shoppen. Mein Wunsch ist, nachher noch in Starbucks vielleicht zu gehen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn es klappen würde. Und ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Vielleicht ja ein paar Make-up-Schnäppchen irgendwo. Werden wir sehen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einem weiteren Wien-Vlog. Was es bei uns nicht gibt, sind Süßigkeiten mit Maroni-Creme, süßer Maroni-Creme. Und der Heindl hat die Schoko-Maronis. Sehr, sehr fein. Ich muss natürlich welche kosten und gleich mitnehmen. So, ein weiterer Tag hat begonnen in Wien. Ich freue mich riesig, dass wir heute noch den letzten Tag haben. Heute ist Freitag und morgen geht die Reise auch schon leider wieder zurück. Gestern war ein schöner, entspannter Tag. Wir waren ja in der Stadt drinnen. Mein Sohn, sein Freund und meine Freundin, die waren im Museum, im Technischen Museum. Ich habe da nicht so viele Videos oder irgendwas von ihnen bekommen, aber ihnen hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich meine, dass sie 3 oder 4 Stunden drinnen waren im Museum, hatten sehr viel zu entdecken. Sie haben nur gemeint, es waren halt auch sehr viele Leute. Und diese Mitmachsachen oder was man so buchen konnte für Vorführungen, war ein bisschen schwierig, da reinzukommen, beziehungsweise war dann schon ausgebucht. Da waren sie ein bisschen traurig. Aber ansonsten hat es ihnen richtig viel Spaß gemacht. Ich war gestern auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs, ein bisschen shoppen. Hab euch, wenn ihr das jetzt seht, sicher schon die ganzen Eindrücke eingespielt. Meine Shopping-Tour hat begonnen im TK Maxx. Richtig, richtig cool. Also ich fand den echt toll. In München, den finde ich auch nicht schlecht. Aber der hat jetzt echt nochmal eine Schippe draufgelegt, finde ich. Fand ich jetzt besser als in München.
Und auch wie in München, also den ich jetzt schon öfters besucht habe, waren auch die ganzen Make-up-Sachen ganz schlimm. Also so richtig Grabbelkistenmäßig. Es waren No-Name-Marken oder sehr viele günstige Marken dabei, ganz wenig teure oder bekannte Marken. Und ja, ich habe dann von Mesauda so ein Bronzing-Powder gesehen, hat mich interessiert, von Elf Under Eye Patches und so. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß auch nicht, ich habe da so viele Sachen schon daheim und es war nichts dabei, was mich richtig gecatcht hat. Und jetzt irgendwas zu kaufen, damit ich irgendwas gekauft habe, muss ja auch nicht sein. Also kann ich euch keinen Wien-Haul präsentieren, weil ich einfach nichts eingekauft habe. Außer, und jetzt kommt's, ihr habt vielleicht die Szene in der Umkleidekabine gesehen, diese coole Jacke. Ich habe sie jetzt hier liegen, vielleicht ziehe ich sie heute gleich an. Das ist so eine ärmellose Steppjacke. Hier sieht man jetzt nicht so viel. Ja, die hat gekostet 60 Euro und ist halt irgendwie dünn, aber trotzdem hält die warm. Und ja, so regendicht ist die jetzt sicher nicht. Die ist ja auch ärmellos, hat eine Kapuze und ich finde die irgendwie sehr cool. Also die hat mitgedurft. Ich habe schon zwei solche ärmellosen Jacken und die, was ich daheim habe oder auch hier habe, die sind eher richtig dicker. Also die sind richtig dick und teilweise mit so Fellkragen. Und das ist jetzt halt eine dünne und da freue ich mich auch sehr drüber. So gerade für den Übergang ist sie doch perfekt. Und hier hinten liegt das schon. Ich habe noch einen Bademantel gekauft, auch von DKNY. Donna Karen New York. Und der hat, glaube ich, auch, genau, der hat auch eine Kapuze und der ist ein bisschen kürzer, also der geht gerade über die Knie. Aber so super flauschig und ich habe ganz ehrlich noch keinen Bademantel zu Hause. Ich habe nur ja, so ein Badeponcho und das stört mich halt immer nach dem Baden, dass ich da komplett reinschlupfen muss und der geht mir auch nur bis zu die Knie. Also, und der ist auch nicht so flauschig, der ist zu Frottee-mäßig, ein bisschen eher steif und nicht so angenehm und ich habe einfach sowas gesucht, nicht nur für nach der Dusche, sondern eben auch, wenn man mal morgens aufsteht und es ist noch kalt oder so und hat einen Schlafi an und schnell da irgendwie reingeschlüpft, bis man sich dann richtet. Hat mir gefehlt und deswegen durfte der mit. Ich habe schon ein bisschen im Internet immer gesucht. Ich habe immer geschaut, ob ich irgendwo einen Bademantel finde mit Pusheen oder so, mit dieser süßen Katze. Habe aber nichts Passendes gefunden und jetzt war ich total happy, dass ich das ergattern konnte. Der hat auch 30 Euro gekostet. Ich finde, das ist für einen Bademantel absolut normaler Preis. Genau, was ich unheimlich gern trage. Ihr seht hier die, wo ist sie falsch rum? Die hat sich verwickelt. Die Kette von Pure Relay von Mahina Club, zusammen eben auch mit dem Armband, habe ich jetzt wirklich fast jeden Tag dran. Und ich habe mich so in diese Kette verliebt, das ist unglaublich. Und freue mich sehr, dass ich die heute wieder tragen kann, weil heute haben wir auch einiges vor. Heute Morgen habe ich gedacht, ich wasche jetzt meine Haare nicht mehr, bevor ich heimfahre. Ich wasche die ja eh normalerweise nur einmal die Woche und jetzt habe ich sie schon einmal gewaschen, seit ich hier bin. Und habe so das Gefühl, dass ja ein bisschen erfrischen halt mit Trockenshampoo oder so. Und habe dann so einen neuen Trockenshampoo mitgenommen, so eine Reisegröße, dachte super. Aber wie ist es im Urlaub? Man sollte eigentlich nicht so viel neue Sachen testen, weil der war richtig schlimm. Also ich habe den Trockenshampoo vorhin rein, die ganzen Haare hat es zusammengeklebt und dann habe ich gelesen und da steht drin, Volumen spendend und Textur spendend. Und das ist genau das, was ich nicht brauche. Also die kleben jetzt zusammen und wenn ich ein paar Mal so mache, habe ich so eine richtige Afro-Frisur wahrscheinlich. Und ja, also die kleben richtig miteinander zusammen hier. Ich finde es gar nicht so toll. Und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, soll ich sie auflassen? Soll ich sie zusammen machen? Wetter ist heute so mäh. Also es hat jetzt geregnet bis zu Mittag. Jetzt ist es 2:30. Jetzt wird man bald Stefanie kommen. Und ja, jetzt hat es ein bisschen aufgezogen, der Himmel. Ist ein bisschen aber nicht sonnig geworden, sondern einfach so ein bisschen heller geworden. Mal gucken. Aber wenn wir shoppen gehen, werde ich wahrscheinlich eher den Nacken frei brauchen, sonst wird es mal heiß. Das haben wir nämlich jetzt vor. Stefanie kommt jetzt dann nachher gleich zu mir. Sagt man, zu 2:45 wird sie ungefähr da sein. Kommt sie zu unserer Ferienwohnung, dann werden wir unsere Tauschpakete austauschen. Dann holt sie mich ab und dann gehen wir ins Einkaufszentrum ein bisschen bummeln. Ich habe oder ich hoffe, dass ich wie gestern auch nochmal beim Starbucks diesen leckeren, wie heißt er? Pumpkin Spice Latte trinken kann mit Mandelmilch. Der war so lecker. Kann ich euch gleich noch erzählen, was mir gestern noch passiert ist auf der Mahü, auf der Maria-Hilfer-Straße.
Und zwar ist mir meine Tüte gerissen. Ich war ja bei TK Maxx und habe dann für die beiden, für die Jacke, für den Bademantel eine große Papiertüte bekommen. Ein Sackerl, ein großer Sackerl. Dann gehe ich dann so weiter und dann reißt mir die Tüte unten und alles fliegt auf den Boden. Und da hatte ich noch ein Getränk noch mit reingestopft und so. Und einfach alles lag auf dem Boden. Ich fand es natürlich mega cool. Ich war gerade kurz vorm Starbucks. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt trotzdem rein und habe dann mich hingesetzt, was trunken. Habe mich so geärgert, habe gedacht, was mache ich jetzt mit der Tüte? Ich hatte dann nur die ganzen Sachen unterm Arm und sah dann gegenüber ein DM. Und DM hat ja immer diese riesen Plastik-Shopper, Kunststoff-Shopper. Und da bin ich dann rein und habe dann so einen Kunststoff-Shopper geholt. Und das hat mir dann das Leben gerettet, weil ich war dann noch in einem anderen Geschäft und habe ein paar Kleinigkeiten gekauft für den Adventskalender von Paul. Mache ich ja dieses Jahr auch wieder einen selber, der bekommt den Pringles Adventskalender und auch wieder einen selber gebastelten oder gemachten. Und wenn es euch interessiert, kann ich euch einmal zeigen. Ich habe 4 Sachen gekauft. 4 Dinge, die ich ihm damit reinstecken werde, die man halt so nicht kennen. Und zwar ist es zum einen das hier, das ist irgend so ein Apfel-Orange-Flavored-Prickel-Brause-Puder für die Zunge. Das hat 1 Euro gekostet. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, das war irgendwie ein Shop, ich meine aus einem nordischen Shop oder sowas. Der ist sicher sehr bekannt, nur ich kenne den nicht. Keine Ahnung, und da gab es das einfach und habe ich gedacht, das nehme ich mit. Dann habe ich ihm noch das hier mitgenommen, weil das Spiel mir tatsächlich öfters in meinem Hirn, wenn es langweilig ist, malen wir das schnell hin. XOXO, heißt das so? Also Dänemark ist die erste Sprache, die drauf ist. Deswegen denke ich, es ist ein dänisches Unternehmen. Auf Deutsch gibt es gar keine Übersetzung wie das. Ah, Tic-Tac-Toe heißt das doch. Steht drauf Tic-Tac-Toe. Ich dachte immer, das heißt XOXO. Okay, Tic-Tac-Toe. Und das habe ich mitgenommen für den Adventskalender. Dann fand ich das hier noch voll witzig. Das gab es auch als Schneemann und Rentier. Das ist so ein Nikolaus, der boxt. Ja, das ist für Jungs in dem Alter ganz lustig. Ein Boxing Pen nennt sich der. Ist natürlich auch ein Stift hier unten. Das kann nicht wahrscheinlich ein Kugelschreiber. Ich lasse ihn jetzt nochmal zu. Der durfte mit. Und dann habe ich gedacht, weil in der Schule kriegt das ständig hin, dass seine Lineale kaputt sind, habe ich ihm noch ein Metalllineal mitgenommen. Das ist 15 cm und man kann das dann ausfächern zu einem 30 cm Lineal. Und dann habe ich gedacht, ein Metalllineal hält hoffentlich ein bisschen länger. Und dann kriegt er das auch in den Adventskalender. Ich habe ihm ja auch schon ein paar Sachen gekauft, wie so Duschgel, Shampoo und sowas. Das habe ich schon daheim. Und ich habe noch natürlich Süßigkeiten gekauft und halt auch noch ein paar Schulsachen. Weiß ich nicht, Killer, neuen Spitzer, neuen Radiergummi. Das braucht man irgendwie, also wir haben dann großen Verschleiß und es geht da immer wieder kaputt oder er verliert es oder so. Haben wir einen größeren Verschleiß. Also ja, werde ich dann seinen Adventskalender jetzt weiter bestücken können damit. Okay, ich bin bereit, warte jetzt noch auf Stefanie, habe schon die ganzen Pakete für sie bereitgestellt. Ich habe ihr nämlich, jetzt kann ich es ja sagen, das Video wird am Sonntag ausgestrahlt und da hat sie es ja dann schon bekommen. Ich habe einen Adventskalender für sie gepackt. Sie liebt ja Adventskalender und ich habe gedacht, ich mache ihr vielleicht eine Freude damit. Deswegen habe ich einen Adventskalender gepackt mit schönen Sachen, hoffentlich über die sie sich freut. Da ist auch viel von Rossmann dabei, was es ja in Österreich nicht gibt, in Rossmann. Und dann haben wir noch ein Tauschpaket ausgemacht mit 15 Teile neu, 15 Teile gebraucht. Da bin ich auch ein bisschen leider eskaliert und das Tauschpaket gebe ich ihr dann auch mit. Und dann hat sie sich noch den Isana Adventskalender vom Rossmann gewünscht. Den habe ich auch für sie dabei und den bekommt sie nachher. Also tauschen wir unsere Tauschpakete nachher aus und dann fahren wir zusammen in die Millennium City. Und dann freue ich mich drauf. Ich hoffe, ich kann euch einige Eindrücke zeigen, aber ich denke schon. Früher gab es einmal die Marionneau Parfümerie in der Millennium City. Ich hoffe, die gibt es immer noch, weil die hat nämlich Adventskalender, 2 verschiedene. Da habe ich mich schon mit der Nicole ausgetauscht von Chiquita's Place. Die hat auch überlegt, ob sie die bestellen sollen. Die haben nämlich eine Eigenmarke, also Marionneau. Und da haben sie 2 Adventskalender mit Eigenmarkenprodukten und die wollte ich mir gern anschauen, wenn es die gibt. Mal schauen. Und ansonsten einfach ein bisschen bummeln. Ich habe es nicht vor, was Spezielles zu kaufen, aber einfach mal ein bisschen durchzubummeln, eben ein Käffchen zu trinken und dann gehen wir vielleicht nur Abendessen. Ich weiß, vor einigen Jahren, aber ich glaube, das ist, also ich weiß, dass mein Sohn war noch ganz klein, das ist sicher schon 10 Jahre her, war da mal ein leckerer Mexikaner.
Vielleicht gibt es da noch, vielleicht hat Stefanie Lust, vielleicht finden wir auch irgendwas anderes. Es ist wie gesagt eine große Mall und da gibt es alles Mögliche. Also, jetzt mache ich mich fertig und bin dann gehbereit. Wenn Stefanie kommt, tauschen wir unser Zeugs aus. Ihr seht dann wahrscheinlich als nächstes oder ziemlich als nächstes die Eindrücke dann von unserer Tour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. So ihr Lieben, wie versprochen gab es jetzt ein paar Eindrücke vom Shop, weil ich bin unterwegs mit Stefanie. Hallihallo meine Lieben. Wir sind in der Millennium City und haben da ein bisschen Läden geshoppt. Was haben wir alles geguckt? Also Schmuck haben wir geschaut, bisschen Kleidung, bisschen Weihnachtsklimbim, also da gibt es ja schon richtig viel. Ja. Aber richtig schöne Sachen auch. Ich finde auch mal was Neueres als die letzten Jahre. Schon, gell? Ja. Und Kleinigkeiten für Adventskalender, ja, haben wir geschaut. Genau. Da kann ich mich, habe ich mich zurückhalten können, aber ich habe so süße Ohrringe, so Backerl, so, wie sagt man dazu? Magst du sie zeigen? Dann zeige ich auch meine Palette. Ich weiß gar nicht, ja. Wir kramen die schnell mal raus. Startest du da ich mit dem Herzeigen? Alle sind ganz gehypt, das herzuzeigen, was sie gekauft haben. Und wie gesagt, immer wenn es wackelt, gell, das bin ich, das, ja, ich habe wieder nicht auf die Gimbal super umgestellt. Profi, das super, ich habe es einfach in der Hand. Mit Profis, genau. Also wenn ihr YouTube-Tipps braucht, verwackelte Video-Ideen, gerne an uns. Genau. Ich fange mal an. Ja. Ich habe mir diesen Kitsch gekauft. Sind die nicht süß? Mega süß, oder? Passend. Typisch ich, würde ich sagen. Diese für Bankerl. Heiligabend, oder? Ja. Naja, Heiligabend. Ich glaube, ich trage die auch beinahe so, so zwischendurch. Sondern nun und nah um 3,95. Es kommen ja auch Weihnachtsfeiern und alles Mögliche. Eben! Habt ihr das im Büro auch Weihnachtsfeier? Sicher auch. Ja, oder? Haben wir auch. Ja. Ja. Super. So, und du? Ja. Geht es? Ja, geht. Mariono, eine Parfümeriekette in Österreich, hat auch Adventskalender. Ich habe es mir überlegt und mich jetzt dagegen entschieden, weil ich habe eine Lidschattenpalette gesehen, um einfach mal Mariono auszuprobieren, reicht mir das. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Adventskalender. Und die glitzert und glänzt. Hat die Namen die Palette? Under the Stars. Oh ja, klingt auch weihnachtlich. Mhm. Ich zeige euch einen Blick, aber es wird sicher mal irgendwann wieder so ein Palettenvideo geben. Sehr alltagstaugliche Dinge, würde ich sagen. Sehr ruhige, gedeckte Farben. Aber das Packaging ist richtig schön. Also die Umverpackung ist vielversprechend. Und kein Glitzer, also reine Schimmertöne. Es gab nur eine größere Palette mit Glitzer, aber die kleinere finde ich irgendwie ansprechender. Da sind wir heute fündig geworden, gell? Kam ordentlich zugeschlagen. Und jetzt waren wir noch beim Essen. Also ihr habt sicher auch irgendwie jetzt was Essensmäßiges noch eingeblendet bekommen. Wir sind voll. Und ja, mit super. Nachspeise, super, super Nachspeise gut. Haben wir nicht gefilmt. Haben wir nicht, ja, das ist unser Geheimnis. Manche Kalorien kann man auch mal geheim halten. Genau. Ja, war auf jeden Fall mega lecker auf und ja, vielleicht bestellen muss es sowas, wenn wir jetzt noch entscheiden. Genau. Zurück in Deutschland. Ich sitze wieder an meinem gewohnten Platz. Es sind viele, viele Pakete angekommen, während wir weg waren. Also so richtig viele. Hier steht die Trendwörter Box, die ich noch auspacken will. Ich glaube, dazu mache ich ein eigenes Video. Da sind ja immer viele Produkte drin. Dann haben wir hier das Riesentauschpaket von Stefanie. Da werde ich auch ein eigenes Video dazu machen. Dann habe ich hier noch die Special Box, die ist auch gekommen von der Blissin Box. Voll cool! Und was auch noch gekommen ist, ist die My Little Box.
Vielleicht machen wir einen kurzen My Little Box Unboxing. Da mache ich kein separates Video dazu. Kann ich euch zeigen, was in meiner My Little Box drin steckt. Und ja, ich komme gerade frisch aus der Dusche. Heute ist jetzt Sonntag. Heute werde ich auch das Video noch hochladen, wenn ich es irgendwie schaffe. Deswegen gerade frisch geduscht. Wir gehen jetzt gleich essen mit meinen Eltern. Und ja, jetzt wollte ich einfach noch ein kurzes Tschüss formulieren an euch, damit das Video nicht so abrupt endet. Und habe gedacht, ich hocke mich nochmal kurz hin. Also, wir gucken nochmal kurz in die My Little Box rein, bevor ich mich verabschiede. Die hat ein richtig süßes Design. Ich finde das echt süß mit diesem Hotel. Das erinnert so ein bisschen auch an den Adventskalender vom letzten Jahr, kann das sein? Ich finde es richtig süß und es ist so eine Box, wo ich dann denke, das will ich vielleicht aufheben. Jetzt hole ich mal alles raus, ob es da ein Heftchen dazu gibt oder so. Aber es gibt wieder kein Heftchen, wobei da ist eine Menükarte, Room Service Menükarte. Also es ist wirklich als Hotel gestaltet. Wahrscheinlich, vielleicht sind die Produkte eben für Reisen, für Hotelaufenthalte gut. Oder ist es so gedacht, dass man irgendwie so in die verschiedenen Etagen eines Hotels betritt damit? Das ist die Menükarte. Ein festlicher Dezember, eine Handtasche mit zwei wechselbaren Schulterringen etc. Glücklicher. Ah, das sind Spoiler für die nächsten Monate. Dann die schönsten Zeiten des Dezembers. Also das ist einfach Werbung, Vorschau für die nächsten Monate. Und im Dezember scheint eine Handtasche drin zu sein. Im Januar ist irgendwie eine kleine Tasche. Weiß es nicht, was das sein soll. Irgendwas mit Laptop-Tasche, keine Ahnung. Und im Februar ein Winter Chill Bubble. Das sieht so nach Badeschaummäßig irgendwas aus. Dann ist Werbung noch drin für Kerastas. Nicht nur Werbung, sondern das ist eine Info drüber, was Kerastas kann. Wahrscheinlich haben wir Kerastas. Dann habe ich noch das da. Dann habe ich noch das da. Und ups, jetzt ist die Schleife runter, aber schaut mal, wie süß das daherkommt. Und das da und so ein mega cooles Design. Ich habe ja die My Little Box jetzt erst seit Sommer, seit dieser Sommerbox oder im Abo. Und bin schon wieder begeistert. Und dieses Säckchen habe ich jetzt noch dazu. Ich habe aber das teurere Abo jetzt einfach abschließen müssen, weil die hat sich ja irgendwie vom Preis erhöht. Und die, die das Abo früher abgeschlossen hatten, haben ein günstigeres Abo. Jo. Aber ich habe ich einen Rabattcode? Ich weiß gar nicht. Ich kann mal schauen. Auf jeden Fall, wir packen das jetzt mal geschwind aus und dann kann ich das Video fertig machen. Meet me at the hotel room. Ein Schlüsselanhänger für alle Fälle. Das Liebesschloss, das an deiner Lieblingsbrücke hängt und so weiter. Okay, das ist so romantisch bin ich leider nicht. Das ist aber mega cool, oder? Also hier ist ein Schlüsselanhänger drin, der echt cool aussieht. Den werde ich selber behalten und benutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich an meinen Schlüssel hinmache oder wir haben auch so Ersatzschlüssel und sowas, was man dann mal rausgibt, wenn jemand Katzen füttert oder so. Aber auf jeden Fall sehr cool. Das gefällt mir echt gut, weil das halt so ein bisschen designmäßig auch irgendwie nach einem Zimmerschlüssel dann aussieht. Wäre nicht cool, wenn da nur ein Schlüssel dran hängt, vielleicht wirklich ein Hausschlüssel, den man da jemandem weitergibt. Hm? Voll süß. Und dann dieses Produkt hier. I brush you. Also sie kennen mich, okay, oder? Massagebürste für eine entspannte Kopfhaut. Ich habe tatsächlich schon eine, die ich liebe und die ich super gern benutze. Vor allem in Kombination mit Kopfhautpeeling. Aber die ist auch nochmal interessant. Die schaut so aus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das nicht aus einem Guss gefertigt ist, weil da halt auch hier unten, ihr seht das, Wasser und so drunter kommen kann und dann sich da unten so Schwarzschimmel oder Dreck bilden kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist die doch süß gemacht. Wird bei mir weiter wandern, aber auf jeden Fall ein nettes Accessoire. Sehr süß. Jetzt haben wir das hier noch mit einer süßen Schleife. Please be my guest. Please let me dream. Also hier dieses don't disturb, also nicht stören oder dieses komm rein. Und dann haben wir hier noch etwas. Das ist ein Kissenbezug für deinen Schönheitsschlaf. Auch sehr, sehr cool. Steht da irgendwie aus welchem Material? 100% Polyester. Also das ist natürlich nicht echte Seide oder echt. Also irgendwie, das ist so samtartig aus Polyester gemacht. Tatsächlich habe ich solche Kissenbezüge und das ist Größe 80x80. Das ist mir viel, viel zu groß. Das ist mir viel zu groß. Meine Kissen sind wirklich im Bett Sofakissen. Also so diese kleine Größe habe ich drei solche Kissen bei mir. Und das müsste ich zu einer Schneiderin geben lassen oder so, das anzupassen. Vermutlich wird es weiter wandern.
Es ist halt nicht universell einsetzbar, sondern nur für die Größe 80x80. Aber auch nett gedacht, nettes Accessoire. Ich lese euch jetzt nicht alles vor. Es gibt schon ein paar Unboxings dazu. Vielleicht haben die alles vorgelesen. Und hier scheinen dann die Beauty-Produkte drin zu sein. Und ich vermute, dass da, wenn hier gespoilert wird, auch dieses Produkt drin sein wird. Und so ist es. Von Kérastase haben wir hier etwas. Das müsste ein Shampoo sein, nehme ich an, oder? Ja, genau. Shampooing. Ein Shampoo. Genau, was das alles kann und so weiter. Keine Ahnung, hier steht es wahrscheinlich genauer beschrieben. Luxus, genau. Gegen Haarverlust und Haarbruch soll das helfen. Habe jetzt keine Probleme damit, aber ich nehme es trotzdem. Und dann habe ich hier, ich wollte gerade sagen, ein Pröbchen. Ja, ein Luxuspröbchen hier. Von Estee Lauder, ein Lippenstift. Pure Color NY Sculpting Lipstick Rouge. Also dürfte in Rot sein, Farbe. Rebellious Rose. Ich weiß nicht, ob da verschiedene hätten drin sein können. Und der ist wirklich so richtig süß, mini. Was hat denn der? 2 Gramm vielleicht? 1 Gramm? Sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Ist auf jeden Fall mega, mega süß. Oh Gott, und das ist auch noch ein schönes Rot. Ja, könnt ihr mir mal vorstellen. Das ist wirklich so ein Rosé-Rot-Ton. Und du könntest mir echt vorstellen, wenn es so eine Mini-Größe ist, dass man sich den mal behält, mitnimmt für Reisen oder für irgendwas Besonderes. Den finde ich süß. Ein schönes Produkt. Und dann haben wir noch eins. Dr. Susanne von Schmiedeberger. Also eine Doktorin, das muss ja eigentlich gut sein dann eigentlich. Anti-Age Cream für trockene Haut. Also eine feuchtigkeitsspendende Creme, Glycerin ist drin. Öl ist der zweite Inhaltsstoff nach Wasser. Also das ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Finde ich jetzt ein gutes Produkt. 20 Milliliter ist auch keine Mini-Probe, also man kann sich da schon ein bisschen austoben und ich werde das wahrscheinlich als Nachtcreme nehmen. So, das war die My Little Box. Hat mir gut gefallen diesen Monat und ich bleibe auf jeden Fall bis Weihnachten oder so mal dabei. Da gibt es vielleicht noch irgendwas Special-mäßiges. Also Tasche habe ich jetzt schon gelesen. Schauen wir mal rein. Mir gefallen ja persönlich die Taschen von der Blissim Box viel, viel besser als die, die jetzt bisher so bei der My Little Box dabei waren. Wobei, die hatten auch schöne Taschen. Aber die Blissim Box hat eben auch schöne. Also wenn ich jetzt gerade die hier so stehen sehe, ich wollte unbedingt diese Teddy-Tasche haben. Ja, da kommt noch ein separates Video dazu. Also, ich werde meine Haare jetzt noch fertig machen, mich ein bisschen stylen und dann gehen wir jetzt Mittagessen mit der Family. Und bei euch bedanke ich mich einfach, dass ihr bei dem zweiten Wien-Vlog mit dabei wart. Vergesst nicht, im Wien-Vlog 1 ging es um ein Gewinnspiel auch noch. Da könnt ihr gerne noch mitmachen. Läuft bis nächsten Sonntag, meine ich. Ich wollte es ein bisschen kürzer halten, die Teilnahmefrist, weil einfach, ich muss das ja auch noch verschicken und so weiter. Und dann beginnt ja bald der 1. Dezember. Also so weit ist es nicht mehr. Ihr Lieben, vielen Dank für alles. Auch nochmal vielen lieben Dank an die Lieben, die ich in Wien treffen durfte. Liebe Grüße an Jutta und liebe Grüße an Stefanie. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.